Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Mecklenburg. Heute bereits am Mittwoch. Ich habe mal unseren Gülle-Anhänger, unseren zukünftigen Gülle-Anhänger, habe ich jetzt schon mal abgeholt, weil wir müssen Gülle ranfahren. Das Problem ist nämlich, ich kann nicht jedes Mal mit dem Fass von A nach B fahren und wir können in diesem wunderschönen Fass Gülle laden, Gärreste laden und noch sehr, sehr viele andere Sachen. Ich glaube, alles bis auf Treibstoff. Das funktioniert nicht, bin ich der Meinung. Aber, ja. Sollte nicht das Problem sein. Sehr schön. So, hier haben wir... Ah, okay. Hier müssen wir abladen. Der Drescher ist schon wieder voll. Das ist Wahnsinn. Entweder hat er so einen kleinen Körnertank, ne? Oder ich weiß nicht. Der ist einfach so flott, dass ich gar nicht hinterherkomme. Das kann auch sein. Das kann auch sein. So, nochmal abtanken fix. Boah, guck mal, den vollen Körnertank von dem Mann, ist ja Wahnsinn. Wie viel haben wir denn und wo sind wir denn ungefähr? Ja, also die Hälfte hat er bestimmt schon, aber es wird halt noch ein bisschen dauern. Finde ich jetzt aber auch nicht so dramatisch. So, der ist ja momentan pausiert, weil wir warten auf Gülle, ne? Der ist momentan noch bei. Ja, der hat es aber gleich. So, der LKW ist jetzt auch gleich da. Der ist eben, den fahren wir jetzt direkt runter. Dann kann ich eigentlich selber fahren, oder? Ja, kann ich eigentlich selber fahren. Wow, ich sehe nichts. Mach das Licht. Ah, ja, hier. Den kann ich jetzt selber fahren, weil wir fahren den jetzt direkt runter zu den Kühen, werden erstmal ein bisschen Gülle aufladen. Also ich werde auf alle Fälle so viel Gülle verbrauchen, wie geht und so viel Mist verbrauchen, wie geht. Ich werde mir da noch eine kleine Rampe platzieren, damit wir auf dem Miststreuer schön raufkommen. Die habe ich noch nicht mit reingenommen, ich habe es aber nicht vergessen. Das ist nur so eine kleine Erhöhung. Da brauchen wir nicht das Monster-Ding, aber das sollte schon reichen. Nur so eine kleine Erhöhung. Und dann passt das auch auf alle Fälle. Natürlich zu überlegen wäre, ob wir noch Schweine kaufen. Weil hier das Schwein, das bietet sich einfach an, hier Schweine zu kaufen. Der Schweinehof ist die genau gegenüber. Also da trennen uns nur zwei Fahrspuren vom Haupthof und genau nebenan vom Kuhhof. Also Schweine wird sich auf alle Fälle anbieten. Die Schafe weiß ich gar nicht, wo die angesiedelt sind. Vielleicht findet man das auf die Schnelle. Nee, weiß ich nicht. Tierhandel ist da unten. Ich weiß es nicht. Was wir natürlich noch brauchen würden, ist ein Tieranhänger. Oder haben wir sowas? Eigentlich müssten wir sowas haben, oder? Nee, haben wir nicht, glaube ich. Naja, egal. Jetzt einmal mal Step by Step. Jetzt machen wir mal das hier voll. Dann gucken wir gleich mal... Alter, ist mich jetzt geschockt. Jetzt hab ich gerade gedacht, dass der Misthaufen da vorne so groß ist. Aber das war nur das Dach. Okay. Das ist hier unser Misthaufen. Da liegt schon einiges drauf, glaube ich. Bekomme ich da eine Anzeige? Nee. So. Warum macht ihr nicht weiter eigentlich? Hier abladen. Steuerung. Vielleicht muss ich das ein bisschen einfahren, weißt du? Steuerung I. Weil es wäre eigentlich noch genug drin, ne? Alter, ist hier genug drin. Joi. Das ist ja Wahnsinn. Wenn ich den jetzt einfach so zusammenklappe, ne? Fällt er dann automatisch links nach hin und her? Also so, ne? Wisst ihr, was ich meine? Motor starten? Ja. Und dann sagen wir einfach mal, wie ging denn das nochmal? Winkel ändern Z? Fährt er dann hin und her oder macht er das eher nicht so? Irgendwo habe ich das gesehen. Was? Förderband aufklappen. Achso, das war das hier. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass sich das hin und her bewegt, aber das macht es nicht, ne? Genau, das müsste dann so aussehen. Seht ihr das? Egal, das läuft auf alle Fälle. So. Hier, wir waren fertig, ja. Ich glaube, ich müssen aber auf dem gleichen Weg wieder raus, weil ich hier nicht mehr vorbeikomme. Ich habe mir da selber den Weg an nach hinten rauskommen vielleicht. Das sollte doch noch funktionieren, oder? Ja, das funktioniert. Das hätte ja ein Malheur gegeben, wenn das jetzt umgefallen wäre. Aber geht. Geht. Super, da können wir noch ein bisschen weiter Gülle ausbringen. Das freut mich, weil da können wir gleich nochmal grubbern, wenn wir fertig sind. Dann nochmal gülden, weil ich habe ja, lass mich nochmal gucken, dass ich hier auf safe bin, aber ja,
Drei Düngerstufen habe ich an, Pflügen habe ich auch an. Ne, ich möchte, wenn, dann mache ich das schon komplett. Schon so, wie das Spiel das hergibt, weil, ja. Wobei 30.000 ist auch nicht so viel. Ich weiß gar nicht, wie viel in unsere Gülle fast reingeht. Ich glaube aber so knappe 20.000 oder sowas. Naja. Naja. Schauen wir mal, es läuft. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schweine. Könnt ihr mir mal Feedback geben, wäre ich wirklich sehr, sehr froh drüber. Was ihr davon haltet. Wenn ihr jetzt wirklich eine Zustimmung, also eine breite Zustimmung haben würde, würde ich tatsächlich ein paar Schweine kaufen. Weil sind wir uns ehrlich, oder sind wir ehrlich, dass ich, die, habe ich hier, nee, ich habe die normalen Tierpreise drin, glaube ich. Aber Schweine wäre schon so eine richtig nice Angelegenheit, bin ich der Meinung. Wo ist denn eigentlich, Moment mal, was machst denn du da? Stopp, hallo. Wenn du fertig bist, bist du fertig, ist okay. Muss ich nicht nochmal, ne? Der hat nochmal angefangen, weil ich ihm nicht gesagt habe, er muss aufhören. Oh Mann. Was ein Fail. Okay, wir müssen uns jetzt aber wirklich beeilen mit dem, warum fährt er nur so langsam? Kann er nicht schneller am Feld, oder was? Warum schleife ich denn das hinterher? Was ist denn hier eigentlich los? Ich glaube, ich habe da irgendwas falsch gemacht gerade. So, drehen noch. Ah, hoch. Ich muss jetzt erst. Ah, ich habe nicht. Alles klar. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Das wollte ich ja wirklich nicht, ne? Jetzt bewegt es sich ein bisschen flotter. So, unser Güllebomber ist auch schon da. Gut, das läuft ja wirklich sehr, sehr gut. Okay, das wird reingestellt. Jetzt muss ich gucken, ob unsere Sämaschine in Direktzeit ist. Ich weiß das tatsächlich gar nicht. Also ich kenne die Sämaschine nicht auswendig. Ich weiß zwar, was wir haben, aber ich weiß nicht, ob die Direktzeit ist, hat, wie auch immer. Aber momentan macht es auf alle Fälle mehr Sinn, irgendwas jetzt im Kornbereich zu sehen, weil wir eben noch auch keinen Trecker und sowas, keinen Drescher, keinen Häcksler haben, so würde ich sagen. Sämaschine. Ja, das ist eine Direktsämaschine. Das freut mich. Das freut mich. Das hat sogar eine zusätzliche Düngefunktion. Ja, nice. Das ist cool. Das heißt, wir könnten direkt die haben. Warum haben wir dann eine Gruber? Ah ja, genau. Weil wenn wir Körnermeister und sowas oder Rüben oder sowas ansehen, dann brauchen wir eine andere Sämaschine. Aber ansonsten können wir die hier verwenden. Ist die voll? Oh, die ist nicht voll. Oh, shit. Die ist nicht voll. Das heißt, wir müssten mit der zum Händler runterfahren und erstmal voll machen. Oder gibt es hier Möglichkeiten? Moment. Gibt es auf diesem Hof hier Möglichkeiten, das aufzufüllen? Mit Saatgut und so weiter und so fort? Ich hatte da was gesehen. Das ist eine Werkstatt. Irgendwo hatte ich da was gesehen. Was ist hier drin? Hier ist doch Saatgut, oder nicht? Wir fahren hier einfach mal rein. Ist zwar eine lowe Angelegenheit, ne, wenn ich das so auffülle, aber ganz ehrlich, es geht halt viel, viel schneller. Boah, es geht aber auch gerade so rein, ne? Wird hier aufgefüllt? So. Plan öffnen. N. Ja, aber das macht's nicht aus, oder? Nee. Nee, hier geht es nicht. Okay, dann müssen wir jetzt wirklich gucken, dass wir hier ein paar Big Bags ranbekommen. Oder wir machen das so, das habe ich nämlich schon mal gesehen in dem Video, dass wir Saatgut und Dünger aufs Lager legen, oder ans Lager legen, ist egal wie, und das dann vom Lager aus machen mit so einem Förderband oder sowas. Aber sonst, hier, warte mal, hier ist doch Sprit, ne? Hier ist Sprit. Kann es sein, dass wir hier hinten... Ja. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Was ist das hier? Ich kann aber nicht auswählen. Ah, Sämaschine auffüllen. Das ist Saatgut. Ah, musst du auch mal wissen, ne? Ja, ich komme.
Güllebomber muss ein bisschen weiter hinten stehen bleiben. Damit wir jetzt gülden können. Oh, das war gar nicht so teuer. Entweder hat er jetzt aufgehört zu... Ne? So, stop it. Stop it! Hier rein? Ist halt ein wildes Rumgehüpfe mit der Trecker, ne? Aber kann man nicht ändern. So. Okay, auffüllen. Flott, 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 flott. Oh, jetzt, wenn jetzt noch so ein Schlauch hier liegen würde, ne? Da würde ich ja übel steil gehen. So, du bist tatsächlich schon ready for takeoff? Die Frage ist, ob ich hier hinten... Was ist denn das jetzt? Das war jetzt Dünger, ne? Die Frage ist halt, wo ich Saatgut bekomme, ne? Weil hier ist, glaube ich, nur Flüssigdünger. Ja, hier ist Flüssigdünger. Das heißt, wir haben... Müssten... Irgendwo auch Saatgut haben. Aber wo war das? Oder wo ist das? Ich glaube nicht, dass ich das übersehen habe. Geht das Ding hier auf? Yo. Schöne Halle, ne? Das sieht doch voll nach Saatgut aus. Und diese Säckchen hier sehen auch nach Saatgut aus. Gibt bestimmt irgendwo. Ich bin nur so doof dafür, das, mir das anzuschauen wahrscheinlich. Moment, ich guck gleich mal nach. Also wir haben auf alle Fälle schon mal was drin. Das ist schon mal sehr gut. So, wir fahren hier mal durch. Und werden mal gucken. Kann ich es noch weiter aufmachen? Nee, ich kann es noch schließen. Wir sind zu groß. Jo, das heißt, Saatgut fehlt uns noch, ne? Saatgut, oh mein Saat. Was ist das hier? Das ist nur ein, wahrscheinlich ein leerer Tank, ne? Hat jemand das Saatgut gesehen? Da könnt ihr ruhig bei mir melden, ne? Also. Ich werde ihm nichts tun. Ich glaube schon, dass das hier drin war. Ich glaube nicht, dass Saatgut... Normalerweise wird Saatgut nicht im Freien gelagert. Ne? Das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Ich bin einfach zu doof, dass ich den Trigger treffe. Moment. Passiert einfach gar nichts, ne? Saat auswählen. Also ich mache jetzt hier mal... was hat denn die als... Ah, doch, so viel. Okay. Wir könnten auch mal das andere ansehen, ne? Das, was ich jetzt gerade ausgewählt habe. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich könnte es auf alle Fälle ansehen. Seemaschine muss aufgefüllt werden. Da sind wir uns ja prinzipiell einig, ne? Ich weiß ja, der Drescher ist schon wieder voll. Ne. Wie ich mich einfach auf diese eine Stelle versteift habe, ne? Yo. Knappe 50%, das passt auf alle Fälle. Du fährst mir jetzt bitte den... Ich habe keine Zeit. Gib Gummi. So. Ja, 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 ja. Irgendwo hier... Oh, das ist wieder so ein Rolltor, ne? Oh, vergiss es, ich komme hier nicht raus. Die gehen leider zu wenig weit nach oben. Guck an, das funktioniert nicht. Kann ich mich da raus manövrieren hier? Oh Mann. Also ich glaube nicht, dass man dass man jetzt Flüssigdünger, festen Dünger am Hof platziert und dann das Saatgut weglässt. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist Sprit. Ich glaube, ich muss einfach bei der Ecke hier bleiben. Ich glaube, die Ecke ist gar nicht so schlecht. So, was ist hier drin? Nur Unterstand? Nur Unterstand, so wie es aussieht. Hier war Flüssigdünger und fester Dünger, ne? Hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht, aber ist halt so. Ja, ja, ja. Hier ist eine Werkstatt drin, ja. Was haben wir hier drin? Wir müssen ganz kurz auf Inspektion gehen. Nee. 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 Geht es hier nicht. Oder? Lass mich mal ganz kurz was nachgucken. Ist das hier Dünger? Ist das hier? Das, irgendwie muss es ja einen Sinn haben, dieses wunderbare Gebilde hier. Glaubt ihr, dass das Saatgut ist? Wir werden uns jetzt einfach mal angucken und testen.
Das ist kein Saatgut. Nee. Dann haben wir hier so ziemlich alles ab, ne? Vorne läuft unser Hündchen rum, aber das war's auch nicht. Hier haben wir schon getestet, funktioniert auch nicht. Obwohl die Säcke rumstehen, aber gut. Wir testen das jetzt noch ganz, ganz kurz und dann schicke ich ihn jetzt sofort runter zum, da war tatsächlich der Tank. Oh, oh, oh. Schon schicke ich ihn jetzt gleich runter zum Händler, dann soll er beim Händler ein paar Big Bags holen. Ist er nicht, ist er keine Weltuntergang, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Aber wäre halt geil gewesen, aber vielleicht ist das ja auch Saatgut, was kann es ja haben. Wird aber nicht besser, ne? Okay. Muss ich aufklappen vielleicht? Weil es gibt ja viele Thesen, ne? Ich seh meinen Kommentarbereich schon wieder voll. Du, ne? Da steht dann wieder drin, wäre doch ganz einfach gewesen, Saatgut ist hier und hier und bla 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 und guck doch mal und bla bla bla. Ja, viel später, wahrscheinlich, wenn ich es dann sehe, wüsste ich es auch, dass es da ist, aber man sieht es halt so schlecht, ne? Aber, liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute, wenn es euch gefallen hat. Lasst den Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Mecklenburg. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.